Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man 11. In den Wily Stages, in der ersten Wily Stage habe ich mich nicht gerade mit rumbekleckert. Und ich habe gerade gesehen, Part 9 und Part 10 haben Dislikes bekommen. Ja, ist mir egal. Ja, ich weiß nicht warum. Oh nein, ich werde dich nicht fliehen, oder? Ja, ich weiß nicht warum, aber Parts, die schon vergangen sind. So, ich dachte, das Ding verfolgt mich. Sieht zumindest so aus. Ich weiß nicht warum, aber Parts 10. Nee, Moment. Ich muss mal was testen. Kann ich dich aktivieren? Nee. Ich weiß nicht warum, aber Parts, die schon vergangen sind, die ich schon hochgeladen habe und die quasi aus meinem Blickfeld verschwunden sind, da sind mir die Dislikes egal. Aber bei gerade frisch hochgeladenen Parts sind es mir irgendwie nicht so egal. Warum, weiß ich selber nicht, aber... Moment, komm mal her. Hä? Moment. Dann eben so. Nee, nee, keine aufgeladenen. So. Oh, die Kinder sind wieder da. Ist nicht euer Ernst, oder? Ich muss euch vernichten, sonst kommen die Kinder nicht in der Nähe dieser Explosion, oder wie? Dieser Dynamitfässer. Ja! Boah, was hier an Schrauben. Achso, es kommen nicht mehr als 5. Moment, dann kommt mal her. Vielleicht lässt er es fallen. Ja, danke. Oh! Ah, es ist doch aktiviert. Ich hatte recht, ich hatte recht. Aua. Und das macht alles platt, was sich ihm nähert. Hau ab. Was? Der verfolgt mich. So. Ja, ja, ist mir jetzt egal. Heilung! Gut. Weg hier. Ah, die Tür ging zu. Ist wahrscheinlich wieder so ein Mittelpunkt. Das ist. Was ist das? Au. Moment, was ist das da unten? Da latzert es! Wow! Hoho! Moment, kann ich dich eigentlich vernichten? Ja, kann ich! Warum habe ich das nie getestet? Ey! Wow, das war gut! Aha, vernichtet. Ja. Ja, diese, ich glaube, Shield Attacker hießen die Dinger. Oh, da habe ich jetzt Mist gebaut, Moment. So. Hau ab. Natürlich will der Typ sich erstmal in Position bringen. Nein! Oh, das war dämlich. Ja. Schieß. Dann nehme ich. Es gefällt mir aber, dass ich die quasi. Dass ich denen fast deren Schilde aus der Hand boxen kann. Ja, der da unten. Nein! Das wagst du nicht. Gut. Und das auch. Kann sein, dass die nur... Ja, von mir aus. Dass die nur rumspringen, wenn ich slide? Nee, oder? Okay, Zwischensafe. Ich werde da unter mir wieder was. Vielleicht da auch. Nein! Ja. Nochmal. Ich weiß, ich könnte einfach ein paar Leben. Ob...
opfern. Und mir Stage erstmal so angucken, aber da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ja. Ich frage mich, ob das auch Schaden macht, wenn ich sie so stunne. Oh. Du nicht! Oh, da ist wieder so ein Erzeuger. Hallo? Danke. Oh, oh. Nee! Egal. Nee, Schaden macht es offensichtlich nicht. Sonst wäre er schon tot. Okay, der geht bis ganz Ende. Bis ganz zum Ende. So. Oh nein, ich muss mich wieder... Hallo, beeilen. Scheiß drauf. Einfach durchrennen. Nein! Oh, gut. Einfach draufhalten. Ja. Einfach jetzt durchs Spiel rennen. Gut. Nicht schon wieder. Aha. Keine Ahnung, ob das Ding mehr Leben hat als die anderen. Hier wieder Zwischensafe. Oh, da oben wartet einer auf mich. Aha. Das war dein Fehler, Kumpel. Nicht du. Kann ich dich irgendwie, ja. Aha, da kommt's. Warum ist das so hoch? Warum sind die Stacheln da? Meine ich. Lande doch! Gut. Ich hoffe, da kommt kein neuer. Doch, tu da! Aber du bist nicht der neue, den ich erwartet habe. Moment. Gut. Jetzt. Aha. Von unten? Nee, von beiden Seiten. Das erinnert mich an Mega Man. Ich habe zu spät gesehen, dass ich da nicht raufspringen darf. Verdammt. Mega Man X2? Ich glaube X2 war es. Es war irgendein Mega Man X-Teil. X2 oder X3. Ich bin weggeslidet, du Hund. Was? Du boxst auch noch? Na gut, jetzt werde ich aber kein Tank schlucken. Weil die Chance hoch ist, dass ich da wieder verrecke beim Ort gleich. Gut. Hoch, hoch, hoch. Ja, hier nämlich. Okay. Schnell, schnell, schnell. So wollte ich es eigentlich, aber ich habe natürlich erst reagiert und dann geguckt. Oh, schon wieder eins dieser Kinder. Weg. Aha. Natürlich mal wieder genau vor Wildys Hütte. Ja, Leben habe ich genug, aber nur 6 E-Tanks. Vor allem nur. Und gut, dann kann ich erstmal gucken, was passiert. Wer kommt? Eine grüne Energiekugel. Ein Gesicht. Lass mich raten. Und es ballert. Okay. Kann ich dich auch irgendwie... Ja, jetzt wahrscheinlich. Ja, jetzt! Oh! Der Move ist übel. Oder ist wahrscheinlich nur übel, weil ich zu nah an ihm dran war, mit Vieh. Er portet sich. Was macht er jetzt? Latzan! Na super. Er latzert nochmal. Okay. Nochmal. Er
Bomben? Was ist denn das? Nein! Das sind hier wie... eins erlebt noch, verdammt. Ich glaube bei Mega Man 9? Ne, Moment. Nicht bei Galaxy Man. Die Dinger waren, hatten eine andere Strukturierung. Ich dachte jetzt, das wären diese einen Augen da, die sich in mehr spalten, aber nee. Das sind quasi wie die Wily-Kugeln aus Mega Man 7. Ja. Nee. Na, ja, stimmt ja. Dann kill du mich. Toll, jetzt habe ich so ein Beat verschwendet. Die Musik hat was. Okay, was hat er gemacht? Er ist zuerst rumgefahren, hat seine Kugeln geschossen, so zum Beispiel. Die sind ja eigentlich leicht ausweichbar. Ich muss nur immer die Kugel da haben, wo ich nicht sein will. Ja, seht ihr? Geht doch. Aua, zu lahm. Ja. Nein! Die Dinger. Wily-Bällchen. Noch mehr? Ich frag mich, ob das Vieh eine Schwäche hat. Vor allem irgendwie nutze ich keine Power und keine Boost Gears. Keine Power und Boost Gears, genau. Kein Power und kein Speed Gear. Ist zwar eine ganz nette Idee und so, aber so geil ist das jetzt auch nicht. Ja. Ich muss auf Latza von ihm aufpassen. Ja, das war saudämlich von mir. Das war das Allerdümmste, was mir hätte passieren können. Kill mich. Was macht ihr denn? Schaden. Blast. Explodier doch. Ja, toll, konnte ich nicht mal gucken. Ah, doch, macht Schaden. Gut, dann weiß ich wenigstens, was ich jetzt nutzen werde. Mich, kann ich die Waffe auch aufladen? Nee. Dann ist das wirklich Power Gear Only. Ich spiele gerade fahrlässiger als ich sollte. Teilweise. Ja, so wie jetzt zum Beispiel. Hat nicht so viel gebracht, glaube ich. Au, er hat mich gerade noch erwischt. Nee, noch nicht. Jetzt. Oder sollte ich? Ja, nein. Scheiß drauf. Nein! Wieso macht ihr so viel Schaden?
Ja. Okay, da warte ich. Schon wieder? Nee. Ich glaube, er ist schneller geworden, oder? Ja, er hat einfach nur einen anderen Schussrhythmus jetzt. Dümmer rein. Ah! Ich muss dich abknallen. Moment, dann machst du einen anderen Move. Nein! Ich dachte, ich halte noch einen Schuss aus. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit nichts gemacht. Scheiße. Aber gut, der ist an sich nicht so schwer. Ich bin am Überlegen, ob ich ihn diesen Schuss machen lassen soll oder ob ich warten soll. Ich habe ihn echt nicht getroffen. Nein. Er hat mich erwischt. Gut. Bin mit dem nächsten Hit tot, oder? Ja. Ich bin irgendwie unkonzentriert. Er ist eigentlich nicht schwer. Gott, war es knapp. Da habe ich irgendwie gepennt gerade. Ist klar. Ich wollte springen. Warum slidet der? Dumm! Das war jetzt nicht meine Schuld, das war jetzt Megamans Schuld. Ah, so ein einfacher Boss und ich stelle mich so doof an. Das ist traurig, da mir zuzugucken, wie schlecht ich beim Spiel bin. Ja, ich weiß, es ist der Superhelden-Modus, aber es ist keine Entschuldigung. Danke! Es ist keine Entschuldigung dafür. Ich kann es gleich wieder. Ja. Kill mich. Null Leben! Ich glaube, so schlecht wie in diesem Spiel war ich schon lange nicht mehr in irgendeinem Mega Man-Spiel. Frag mich immer mehr, warum ich das Let's Play überhaupt angefangen habe. Aber besser gesagt, warum habe ich es im Superhelden-Modus gespielt? Ich wette, ohne Superhelden-Modus wäre es easy. Oh, das war gut. Glaube ich. Hoffe ich. Nein, zu weit geslidet. Nein, er ist halb offen. Eigentlich dachte ich, der Große hätte ich getroffen, aber gut. Er schneidet mir immer einen Weg ab. Gut, ein Hit halte ich aber noch aus. Ja. Ja, hier oben, genau. Scheiß drauf. Jetzt muss ich, sonst ist alles verloren.
Nein! Augen des Grauens! Ich bin gesprungen! Super. Ich wollte wieder irgendwas zerfetzen gerade, aber... Halt die Schnauze, Doktor! Ja, von mir ist auch ein Leben. Wenn du mich jetzt wieder zurück ins erste Wily-Level klatscht, dann klatsch ich dich, Roll. Hör auf abzustürzen, Spiel! So ein einfacher Gegner und ich stelle mich so kacke an. Jetzt weiß ich, wie Funk und die alles sich fühlen. So. Wie komme ich hier wieder raus? Ah, gut. Natürlich wieder von Anfang an. Aber scheiß drauf. Dann werde ich hier einen Schnitt machen. Das war Mega Man 11. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.